ich bin Martin von den Gourmetboten. Heute zeige ich euch einen Blitzkuchen, den ihr innerhalb von wenigen Minuten zubereiten könnt. Perfekt, wenn ihr sonntags kurzfristig Besuch bekommt oder einfach Hunger auf Kuchen habt. Dafür brauchen wir einfach ein paar Croissants, Plunder oder Schokocroissants vom Vortag, bisschen Zucker, Eier, Milch und eine Mikrowelle. Wir haben hier ein paar Croissants von heute Morgen, Schokocroissant, normales Mandelcroissant. Ihr könnt auch gerne vom Vortag was nehmen. Für den Kuchen perfekt. Ihr schneidet euch die Croissants und die Plunder einfach in kleine Würfel. Da ist, wie gesagt, egal was ihr habt, ob ihr Plunder mit Marmelade drin habt, Schoko-Croissants, Marzipan, ist ganz egal. Bisschen zusammenmischen, was auch immer ihr da habt. Dafür nehmt ihr euch zwei Tassen, füllt die Kuchenplunderstücke in die Tasse. Ungefähr, dass wir halb voll die Tasse haben. Dann schaut ihr bitte, was ihr an Schokoriegel da habt. Da ist auch ganz egal was. Auch einfach in Würfel schneiden. Dann haben wir noch so ein paar Schokobons. Die können wir auch wunderbar dafür benutzen. Auch das gebt ihr hinzu in die Tasse. Wenn ihr viel Schokolade mögt, macht ihr mehr Schokolade. Wenn ihr es nicht so mögt, weniger. Dann nehmt ihr euch ein bisschen Zucker. Ihr könnt normalen Zucker nehmen. Ich habe hier einen Muscovado-Zucker, das ist ein brauner Zucker, der geschmacklich echt sehr lecker ist. Wie gesagt, normaler Zucker funktioniert auch. Da jeweils ein Esslöffel mit dazu. Gebt dann pro Tasse ein Ei dazu. Und Milch. Da guckt ihr einfach, dass ihr ungefähr die halbe Tasse mit Milch voll habt. Und dann nehmt ihr euch einen Löffel und verrührt es, so dass sich das Ei schön auflöst und verbindet mit den Croissants und der Milch. Wenn ihr merkt, dass ihr ein bisschen zu viel Milch drin habt, wie bei der rechten Tasse hier, einfach noch mal ein bisschen von dem alten Croissants dazu schneiden, damit es schön aufgesaugt wird. Schön untermengen. Und dann geht's schon ans Backen. Und zwar geben wir es in die Mikrowelle, höchste Stufe. Und je nach Größe der Tasse ungefähr 2 bis 3 Minuten in der Mikrowelle. So, ihr seht, der ist wunderbar schön aufgegangen. Ist sehr, sehr heiß jetzt, also schön abkühlen lassen. In der Zwischenzeit könnt ihr die zweite Tasse reinmachen. Wie gesagt, 3 Minuten. Wenn die Tasse kleiner ist, ein bisschen weniger. So, und ihr seht wieder, wunderbar aufgegangen. Bisschen Puderzucker drauf. Entweder serviert ihr das mit Vanilleeis oder Vanillesoße, ist es so, aus der Tasse direkt, oder ihr versucht es zu stürzen auf einen kleinen Teller. Wie gesagt, Vorsicht, Tassen sind dann heiß. Dafür nehmt ihr ein kleines Messer, geht einmal am Rand rum, nehmt euch einen kleinen Teller, Teller drauf und umstürzen. Und wenn wir Glück haben, haben wir einen wunderschönen kleinen Kuchenküchlein. Den dann noch mit ein bisschen Puderzucker bedeckt, dann die Vanillesoße angießen. Und fertig ist euer Blitzkuchen in wenigen Minuten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, Rezept wie immer unter dem Video. Ich hoffe, ihr denkt sonntags mal dran und kocht das nach. Also bis dann, euer Martin.